Ja, wir hinten das Ding haben wir schon an. Tonight we will all sleep soundly. Where there's no midnight oil to burn. Hi, ich bin Suse, ich moderiere Einzelkämpferin. Guten Abend. Ach, Statik im Raum, das ist so traurig. Das macht ihr sehr gut. Vor 4-5 Monaten, da hat mich Marcel im Aster hier an der Uni besucht und hat mir vorgestellt, dass er gerne richtig coole Frauen auf die Bühne des K19 holen würde und hat gemeint, er könnte Schützenhilfe brauchen. Und da war ich relativ schnell dabei, weil ich der Ansicht bin, es gibt viel zu wenig coole Frauen auf den verschiedenen Kulturbühnen, eigentlich weltweit, nicht nur in Kassel. Denise ist noch relativ schnell dazugekommen und wir haben einfach drüber gequatscht. Wen wollen wir sehen, auf wen haben wir Lust? Als erstes Lisa Harris. Dann Marcella Melin. Heute Stargast unseres Abends ist Marcella. Und Marcella darf jetzt auch auf die Bühne klettern. Woohoo! Marcella hat ihre Kurzgeschichte Auftauchen mitgebracht, die sie auch verfilmt hat. Ich ziehe ein Kleid an für diese Nacht. Kurz und schwarz, elastischer Stoff, der sich eng um meinen Körper legt. Zwei fingerbreite Träger, die zwischen meinen Schulterblättern zusammenlaufen. Ich habe es gekauft, weil es sich anfühlt wie meine Schwimmanzüge. Was daran halt zu mir gehört, ist natürlich schon das Schwimmen. Wie man merkt, also ich habe auch mehrere Texte, in denen irgendwie Wasser oder Schwimmen vorkommt, weil ich also ganz einfach selber viel schwimme oder geschwommen bin. Dann die zweite Komponente ist halt so die Stadt Berlin und das halbe Jahr, was ich dort gelebt habe und diese Orte, die ich dann da gesehen habe, und die beiden Komponenten, die sehr viel mit mir zu tun haben, sind dann sozusagen die Basis für diese Geschichte, und dann kommt halt diese beiden fiktiven Figuren und der fiktive Plot so obendrauf sozusagen. Ja. Und jetzt zum Schluss. Herzlich willkommen auf der Bühne, Josephine von Blütenstaub. Ha, da ist sie! Ich bring dir das mal mit zur Couch. Josephine ist die dritte in unserer charmanten Reihe von Einzelkämpferinnen, unserer Start-Trilogie, wie wir sie einfach mal nennen, Working-Title-mäßig, und ist Poetry-Slammerin. Die Schiebetüren schon in Sichtweite, wie sie auf- und zugehen, vor ihm 11 wartende Menschen, in der Schlange neben ihm 10 wartende Menschen, vielleicht genau diese eine Person zu viel. Kribbelnde Vorahnung im Bauch, noch bevor die ältere Frau in der Nebenschlange den Mund aufmacht. Bist du alleine unterwegs? Reist du in wilden Rudeln? Bist du in einer Art Kollektiv? Nee, also ich bin im wahrsten Sinne des Wortes Einzelkämpferin. Wenn Achim einen schlechten Tag hat, betrinkt er sich auch. Aber dann sitzt er nur schweigend auf seiner Parkbank und wird ganz traurig, weil er einfach nicht verstehen kann, wie alle Menschen um ihn herum so viel trauriger wirken, wo sie doch so viel mehr haben als er. Du hattest mir vorhin vor der Tür verraten, dass du dein Tagebuch dabei hast. Ist das das Diddle-Buch, was ich vorhin gesehen habe? Bitte lass es das... Oh, ja. Okay, nur dass ihr alle wisst, wo der Abend heute hinführt. Er wird sehr niveaulos. 27.04.2004. Heute habe ich einen Brief an Erik geschrieben. Ich freue mich schon darauf, es ihm zu geben. Und hier ist ein großes Herz, also ist eine Skulptur. Und da steht da Josi plus Tobi, dann unser Geburtsjahr. Und also geboren wann? 1993, 1992, und darunter gestorben nie, wegen ewiger Liebe. Ich dachte mir, ein paar schöne Übungen könnte ich euch auch mit euch teilen, weil es ganz lustig ist. Und ihr werdet euch denken, Wahnsinn, was man mit Worten alles machen kann. Haltet euch fest, jetzt streicht ihr die Welt ist durch und ändert es in Ich bin. Das Ergebnis seht ihr in den verschiedenen Videos, die wir euch zeigen werden. Ich bin ein schlechtes Hörspiel zum Einschlafen. Ich versuche selber eine Frau auf der Bühne zu sein. Ich weiß, wie ätzend das sein kann manchmal, gerade weil Leute einen nicht ernst nehmen oder weil sie der Ansicht sind, hey,
Fragen wir doch mal den Typen, ob er das nicht besser kann. Ja, also, du bist ein liebes, nettes, kleines Mädchen. Und das ist Quatsch. Ich glaube, Frauen können das genauso gut. Und es ist wichtig, das zu zeigen. Und es ist wichtig zu zeigen, dass Künstlerinnen tolle Arbeit leisten. Und das verdienen, gesehen und gehört zu werden. Ja, das sieht gut aus schon. Das sieht schon sehr gut aus. Ja, genau. Und das ist für mich Einzelkämpferin und deshalb bin ich total gerne dabei und mache damit. And I lay dreamless by your side. Here where the flowers never die. Wir schauen uns gleich nochmal unsere Endcredits an. Da könnt ihr sehen, dass wir eine Facebook-Adresse für Einzelkämpferin haben. Wir haben noch keinen ganz genauen Plan, wie es so in den nächsten Monaten mit uns aussieht. Deshalb lasst uns ein Like bei Facebook da. Dann kriegt ihr auch mit, wenn wir uns neue Dinge ausdenken und neue Schandtaten verüben und so. An sich, wenn ihr Bock habt mitzumachen, schreibt uns einfach auch an diese Facebook-Seite. Und ansonsten, schön, dass ihr alle da waren. Vielen, vielen Dank.